Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Repentance. Heute spielen wir Apollyon. Ich habe eben schon mal versucht aufzunehmen, aber da war es noch nicht ganz so geil mit dem Husten. Jetzt geht's einigermaßen. Und Midas Touch würde ich gerne voiden. Es ist direkt ein Tears und ein Damage Up. Direkt die besten Stats bekommen. Und wir haben eine XL-Ebene direkt zu Beginn. Finde ich jetzt nicht. Ach, Tears Down, da haben wir wieder unsere Tränen verloren. Finde ich jetzt nicht unbedingt so geil, dass wir eine XL-Ebene haben, weil das für mich auch bedeutet, ich muss ein bisschen mehr auf die auf den Damage aufpassen, den wir fressen. Jedenfalls, Leute, ich bin ja aktuell immer noch am Vorproduzieren. Ich wurde jetzt durch eine wirklich heftige Erkältung ein bisschen ausgebremst mit der Vorproduktion und ich hoffe, dass ich das bis zum 9.9. noch alles schaffe. Beziehungsweise bis zum 8.9. muss das ja schon alles geschafft sein. Damit ihr pro Woche im besten Fall 4 Videos weiterhin bekommt. So, unser Ziel ist es heute, Tainted Apollyon freizuschalten und wer mich kennt, weiß, dass Apollyon ja nicht unbedingt mein Lieblingscharakter ist. Und wir müssen diese Woche noch, also ich möchte, wir müssen nicht, aber ich möchte diese Woche auf jeden Fall noch mindestens einen Tainted Character spielen. Bin am Überlegen, ob wir da nicht einfach Tainted Keeper mal wieder nehmen, also irgendwas, was wir schon mal hatten. Andererseits würde ich schon gerne einen Tainted Character spielen, den wir noch nicht gespielt haben. Damit wir ein bisschen mehr Abwechslung bekommen. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Itemraum, den zweiten zu finden, wäre jetzt übrigens sehr nice. So. Ja, Pay-to-Play ist, by the way, eigentlich kein schlechtes Item, was im Shop ist. Aber Pay-to-Win wäre mir lieber. Nein, aber ich würde mir gerne mein Geld lieber für den Shop aufheben und nicht gezwungen sein, ganz viel Geld zu sammeln. Und vor allem werde ich wahrscheinlich die 15 Münzen gar nicht mehr zusammenbekommen. Ja, Freunde, wenn ich zwischendurch mal mich ein bisschen räuspern muss oder ein bisschen husten muss, tut es mir leid. Ich hoffe, dass ich das dann auch rausschneide, dass ich so klug bin, daran zu denken. Oh Gott, das war knapp. Wir dürfen hier gerade keinen Damage bekommen. Ich bin immer noch in Range für einen Devil Deal und ich würde ungern den Devil Deal in der XL-Ebene verpassen. Vor allem, wenn wir schon so einen guten Start mit einem direkten Damage und Tears Up hatten, auch wenn wir direkt wieder mit einem Tears Down belohnt wurden, in Anführungsstrichen. Gucken wir aber erstmal, was hier im Itemraum drin ist. Ich krieg keine Bomben gerade. Das ist ein bisschen schwierig. Distant Admiration. Werde ich voiden. Okay, Shot Speed und Range. Haben wir gekriegt. Okay. Also sollte ich jetzt noch eine Bombe bekommen, werde ich mir da unten die goldene Kiste noch holen. The Hermit. Könnte man sich. Sollten wir jetzt eine Bombe bekommen, werde ich mir hier den Tinted Rock gönnen. Wir kriegen 2 Bomben. Ich kann mir beides gönnen. Sehr cool. Wartet mal, hier haben wir wahrscheinlich den Secret Room. Yeah. Oh. Das ist sehr cool. Dann lass mich mal noch wenigstens die Kiste da unten holen. So. Auch das Feuer hier mal ausmachen. Okay, in der nächsten Ebene werde ich mich direkt in den Shop hermiten. So, okay. Komm, nehmen wir das Fool's Gold hier noch mit. 4 Münzen sind 4 Münzen. So, Boss Nummer 1 ist Monstro. Alles klar. Freunde, ich spiele aktuell
ja auch so ein bisschen nebenbei, gerade wenn ich krank bin, ist Isaac so mit eins der Spiele, die ich gerne nebenbei zocke, in einem anderen Spielstand natürlich. Und entweder mache ich ganz normale Runs mit zum Beispiel meinem Lieblingscharakter Kane. Oder ich probiere vielleicht ein bisschen was aus, was man vielleicht irgendwann mal als Video machen kann. Und ich weiß ja nicht, ich blende euch hier vielleicht jetzt gleich mal ein, nachdem wir Monstro besiegt haben. Ich weiß ja nicht, warum. Ja, komm, fürs Bann. Oh, das sind sehr gute Stats. Das sind sehr, sehr gute Stats, die wir gekriegt haben. Ich weiß ja nicht, warum mein Spiel vorhin in der Kane-Runde abgeschmiert ist. Also, kann ich mir nicht erklären. Könnt ihr euch das erklären, wenn ihr euch das hier so anschaut? Goddammit. Gib mir bitte einfach ein HP ab und dann ein sehr cool... Oder gib mir das Damage ab hier, genau. Und jetzt gib mir einfach einen sehr coolen Devil Deal. Komm schon. Ha. Pass mal auf, ich würde gerne einmal das Empty Vessel mitnehmen und Guppy's Paw und würde dann gerne einmal Guppy's Paw einsetzen. Dann werden wir das Void wieder mitnehmen. So haben wir jetzt aber auf jeden Fall die, ich kann jetzt fliegen, das ist sehr gut. So haben wir jetzt aber auf jeden Fall die, Devil Deals eingeloggt. Und ich bleib dabei, ich finde Devil Deals, wenn wir zu Beast gehen, oder wenn man allgemein zu Beast geht, finde ich Devil Deals wesentlich besser, weil sicherer und du kriegst mehr davon. Ich bin am Überlegen, ob wir in der nächsten Ebene einfach mal den Itemraum skippen, in der Hoffnung, dass wir ein Planetarium bekommen. Das wäre eigentlich eine Idee. Boah, ich habe ein 700 Damage. Eigentlich müsste ich durch die Altebene, ne? Für ein extra Item. Ha, schwierig. Nee, machen wir nicht. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir gehen jetzt direkt in... Wir gehen erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Pickups and Trinkets on the entire floor. Okay, der Hermit. Ja, und das Battery Pack, das würde ich mir gerne noch aufheben. Lass mich einmal kurz hier sprengen für die Angel Deal, für die Devil Deal Chance. So. Jetzt würde ich gerne natürlich den Shop so schnell wie möglich finden. Dass wir jetzt fliegen können, finde ich mega gut. Dank Empty Vessel. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch Spectral Tears und ein bisschen mehr Tears ab. Und dann bin ich eigentlich schon fast glücklich bis zur Marm-Ebene. Ab der Marm-Ebene dann natürlich wieder ein bisschen mehr Damage. Aber ich würde mich natürlich jetzt nicht über Damage beschweren. Moment, hier ist, ich wollte gerade sagen, hier ist irgendwo so ein Sack, den möchte ich haben. Und dann gucken wir mal, dass wir den Itemraum noch finden. Und ganz wichtig auch, dass wir ein Trinket finden. Weil irgendwie habe ich das Gefühl momentan, wenn ich zu Beast möchte, habe ich so ein paar Probleme, Trinkets zu finden. Gib mir die Bombe, danke. So. Okay, hier haben wir nicht den Itemraum. Aber wir haben übrigens jetzt eine recht hohe Chance auf einen Devil Deal. Das finde ich ganz gut. Da haben wir den Itemraum. So. Sehr schön. Was haben wir denn da drin? Spelunker Head. Eigentlich ganz cool, aber ich brauche Stats. Und das war ein Damage Up. Das ist cool. Und dass das halt immer plus 1 Damage abgibt, ist... Also da, das ist was, worüber man sich definitiv gar nicht beschweren darf. So. Hätte ich gerne. Gut, jetzt ist natürlich die Überlegung da, einmal die 3 auszuwählen, damit wir... unsere Pickups, die wir hier rumliegen haben, abändern. Gerade weil das so viele rote Herzen sind. Komm, machen wir mal eben. Hier haben wir eine
Karte. Magician. Magician ist cool. Und hier haben wir jetzt ein Trinket. Und das nehmen wir mit, damit wir es ablegen können im Bossraum. Das ist ja... Warte mal. Ich kann doch in den... Zacki-Zacki-Raum rein. In den Cursed Room heißt es ja. Der Kurset-Raum. Ja, vielleicht teleportiert er mich direkt in den Devil Deal, was eigentlich nicht so cool wäre gerade. So. Ja, drei Spinnen. Haben wir hier... Ja, haben wir bestimmt, aber ich habe keine Bomben. So. Dann lass jetzt mal den Boss finden. War eigentlich klar, dass der nicht hier ist, aber ich hätte gerne... Oh, das ist sehr nice. Aber ich hätte gerne auf jeden Fall noch ein paar... Charges. Okay, für die nächste Ebene haben wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Geld. Dann lass mal zum Boss. Es ist The Carrion Queen. The Carrion Queen ohne Bomben. Uff. Oh, Empty Vessel macht einen guten Job gerade. Oh, jetzt muss ich weg. Und jetzt sollte Carrion Queen gleich quer durch den Raum gehen. Zweite Phase von Carrion Queen ist immer, entschuldigt bitte, wesentlich einfacher. Und ja, Leute, ich weiß, dass ich mich fürs Räuspern nicht entschuldigen müsste, aber das ist eine Berufskrankheit. Alter, nicht treffen lassen jetzt, komm schon. Divorce Papers würde ich mitnehmen fürs Tears Up. Und dann haben wir hier direkt ein Trinket liegen. Okay, dass das jetzt Krampus ist. Ich wusste, dass er sich dreht und hab's trotzdem verkackt. Natürlich Head of Krampus. Lass es mich voiden, dann setze ich jetzt wenigstens jedes Mal Head of Krampus ein, wenn ich etwas voide. Dann ist es wenigstens lustig. So. Nächste Ebene, Catacombs 2. Alles klar. Ich brauche definitiv mehr Leben. Leben ist jetzt wieder das, was uns am Leben hält. Okay. Vor allem brauche ich jetzt eigentlich auch wieder einen Devil Deal, um unser rotes Herz loszuwerden. Damit wir wieder Empty Vessel bekommen. Den Schlüssel spare ich mir, oder die Schlüssel. So, was haben wir hier drin? Eine 5. Das ist dieselbe Ebene nochmal und würde bedeuten, dass wir mehr Items bekommen. Lass mich mal direkt zum Bossraum. Das ist jetzt die beste Art und Weise, um Charges zu sparen. Au. Oh Gott, ich bin so schlecht gerade, ne? Oh, ein Guppy-Item. Das ist Guppy 2 von 3. Okay. So, und schon können wir wieder fliegen. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Ja, stirb. Stirb. Coolio. Liberty Cap nehmen wir mit. Hier setzen wir jetzt Magician ein. Weil mit Piep lege ich mich nicht an. So. Na, mit ein bisschen Glück kriegen wir jetzt den 36% Deal. Wäre wünschenswert. Dann darf aber nichts drin sein, was zwei Herzen kostet. Außer ich kriege jetzt ein HP ab. Kriege ich nicht, aber ich kriege ein Damage ab. Und das ist gut. Ein Plain Damage ab. So, lass mich mal den Wishbone hier ablegen und die Liberty Cap mitnehmen.
So, dann auf zum Itemraum und dann auf zum Shop, beziehungsweise vielleicht... Ja, doch, erst zum Itemraum. Definitiv erst zum Itemraum. So, weil mein Void gerade voll ist, wisst ihr. Entschuldigt bitte. Und dann werde ich auf jeden Fall die 5 nutzen, um die Ebene zu wiederholen. Na, lass mich erst zum Shop, wenn wir schon mal hier sind. Das ist Greed. Okay. Finde ich nicht ganz so cool. Wisst ihr was? Ich werde jetzt gucken, dass wir hier noch ein... ich werde jetzt auf das Fliegen verzichten. Und werde gucken, dass wir hier vielleicht noch ein HP-Up rauskriegen. Wobei die Überlegung da ist, mir gleich noch ein Herz Schaden zu machen, damit wir hier rein können, wisst ihr? Remote-Detonator, einmal kurz aufsammeln. Das werden wir nicht voiden. Ja, ich glaube, das machen wir schon. So. Lass mich das hier mitnehmen. Und das andere werden wir gleich voiden. Dann haben wir wieder 2 Herzen. Und alles ist cool. Aua. So. Okay. Jetzt habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Ach so, ich habe es ja mitgenommen. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, was für Stats wir gekriegt haben beim Voiden. Aber wir haben es ja gar nicht gevoidet. So. Das andere werden wir aber auf jeden Fall voiden. Aber ich sollte vielleicht doch mal gucken, ob wir vielleicht noch den Secret Room finden. So. Und Le Void. Das waren gute Stats, die wir da gerade gekriegt haben. Honestly, ich habe den Secret Room schon gefunden. Dann lass mich mal noch kurz hier reinschauen. Das war jetzt schlecht. Weil Devil Deal Chance für die nächste Ebene da jetzt mit drin hängt. Aber lass mich mal kurz hier rein. Okay, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Vielleicht doch für die Aufladung vom Void, aber hey. Gut, dann lass mich noch mal ganz kurz hier rein. Lass mich hier mal alles sprengen. Ah, und dann dich auch noch mal sprengen. Ah, war mir eigentlich klar, dass da Spinnen rauskommen. Gut, dann spielen wir dieselbe Ebene noch mal. So, Curse of the Lost. Dann war es jetzt natürlich Blödsinn, das Trinket im Dingensraum liegen zu lassen. Im Bossraum. Ja, aber andererseits haben wir ja in dem anderen Bossraum noch ein Trinket abgelegt. So. Okay. Itemraum und Shop. Shop würde ich jetzt tatsächlich gerade erstmal bevorzugen. Das sind gefährliche Gegner. Kurz konzentrieren. Okay, was haben wir denn hier? Weder Itemraum noch Shop. Oh, ich habe gerade ein richtig fettes Damage abgekriegt. Das müsste der Magic Mushroom Effekt gewesen sein, den wir gerade gekriegt haben durch Liberty Cap. Ein bisschen Range würde ich gerne auch noch mitnehmen. Wenn wir denn welche bekommen. So. Weiter. Da haben wir den Secret Room Leprosy. Würde ich gerne voiden. Das waren Tears und ein Speed Up. Oh, wir sind jetzt schon über dem Tears Cap tatsächlich. So, hier oben waren wir noch nicht. Okay. Shop bitte. Da ist er. Sehr schön.
So, und im Shop bitte ein blaues Herz. Danke. Und der Kompass, den nehmen wir auch mit. Und wenn wir schon mal dabei sind, auch das und das, dich spreng ich einmal für eine höhere Deal-Chance. Und dann donaten wir mal ein bisschen, vielleicht für ein bisschen Luck ab. Gehen wir mal auf 20 Münzen runter. So. Dass wir hier natürlich jetzt direkt den Bossraum haben, ist perfekt. Ja. The Fallen. The Fallen ist schon aus dem Grund cool, weil wir jetzt... Boah, wir sind Guppy. Wir sind einfach Guppy. Wie gut ist das denn? Wir sind jetzt einfach Guppy. Genau, den wollte ich noch mitnehmen. Gut, wir gehen direkt weiter und dann werde ich meine Worldkarte einsetzen. Wie gesagt, es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen ruhiger klinge. Liegt einfach daran, dass ich halt immer noch unglaublich erkältet bin. Ja, das machen wir. Alleine für die 25 Münzen für den Shop. Und vielleicht auch dafür, dass wir Guppy sind und uns leisten können, auch wenn ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Damage gefressen habe. Irgendwas fliegt hier gerade rum. Tut mir leid, Freunde. Der Sommer, ha? Wem erzähle ich das, Leute? Insekten. Ich brauche mal Fliegengitter. Fliegengitter während der Play. So. Entschuldigt bitte. Ja, Gulp eher nicht so geil. God's Flash. Würde ich gern voiden. Gab ein Tears Up. Tears Up ist gut. Dann laden wir unser Void direkt wieder auf. So. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt irgendwo blaues Feuer haben. Two of Spades. Wenn wir jetzt irgendwo blaues Feuer haben, sehen wir, ob da blaue Herzen drin sind oder nicht. Für die nächste Ebene habe ich auf jeden Fall noch genug Geld für den letzten Shop. Ja, sehr cool. Luck up auch sehr geil. Ich hoffe jetzt auf ein HP up. Oder irgendwas im Shop. Im Devil Deal. Was uns sowieso ein paar schwarze oder blaue Herzen bringt. Ey, der Steam Sale, der lohnt sich für die nächste Ebene. Blaues Herz. The Moon, kann man mal mitnehmen für die nächste Ebene. Gulp werde ich nicht nutzen. Weil ich im Zweifelsfall dann doch nochmal das Trinket ablegen möchte. Weil ich jetzt nicht weiß, wie das Ganze ist durch, dieselbe Ebene nochmal, dieselbe Ebene nochmal. Wir sind noch nicht auf der Mutti-Ebene, das heißt, ich kann einfach weiter. Es ist Brownie. Au. Es ist Random Brownie. Stai. Ich hätte meine Deal-Chance hier erhöhen sollen. Egal. Nächste Ebene dann 100% Deal. Kurz mal husten müssen, kurz gemutet. Passt aber. Die Tiefen 2. Okay, lass mich erstmal direkt in den Itemraum reinschauen. Ich habe gerade einen Damage-Down gekriegt, aber das war dann wahrscheinlich der Thin Odd Mushroom und da haben wir einen Magic Mushroom. Ich glaube, den würde ich voiden. Freunde. Als würde ich einen Magic Mushroom liegen lassen. So, dann lass mich mal in den Secret Room.
hier können wir direkt mal unsere Deal-Chance erhöhen, würde ich sagen, wenn sie nicht bei 100% wäre. Aber lass mich hier mal auf jeden Fall ein paar Abkürzungen öffnen. Und direkt in den Shop. Oh, der Damage ist so sexy jetzt, ne? Der Damage ist schon sehr sexy jetzt. Ja, komm, gib mir die Blue Map. Gib mir die Bombe, gib mir... Der Hermit ist auch okay. Damit kann ich mich gleich wieder aus dem Bossraum rausporten. Den Rest werden wir donaten, weil ich hier jetzt nichts mehr kaufen kann. Und dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen was in unserer Donation. Okay. Ich könnte natürlich auch hier einfach mal in den Super Secret Room, wenn wir den schon mal hier haben. Oh. Gulp. Unidentified Pill. Range Down. Verb. Two of Hearts. The Hermit. Ace of Clubs. Lass mich die Ace of Clubs mal hier einsetzen. Ace of Clubs. Justice. Justin. So, und dann werden wir natürlich wieder die Hermit-Karte mitnehmen. Weil ich jetzt nicht mehr unbedingt auf die ganzen, wie heißen sie? Auf die ganzen Skulls achten muss, die da irgendwo auf dem Boden rumliegen. Oh. Aber hier können wir auf jeden Fall einmal rein. Ja. Ich wollte gerade sagen, wird sich nicht lohnen, aber es hat sich schon gelohnt. Und jetzt hat sich's doppelt gelohnt. Jetzt hat sich's einfach doppelt gelohnt. Na, wir spielen hier mal ein bisschen. Gulp. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel will mir sagen, ich soll das Trinket gulpen. Na komm, lass mich hier mal sprengen. Sehr cool. Dann mal auf Richtung Boss. Das ist ein sehr fieser Raum. Ah, hier ist nichts. Hier würde ich sonst was sehen mit Guppy's Eye. Aber das macht nichts. Ja, wir gehen direkt zum Boss. Ich habe nichts zu verlieren und habe hier auch nichts mehr zu holen, außer dass wir vielleicht noch in den, ja, wir könnten vielleicht noch in den Cursed Room rein. Pass mal auf. Das wäre jetzt eine Idee. So. Ja, wirklich gelohnt hat sich's nicht. Warte mal. Warte mal. Ich würde gerne den Leiter gulpen. Eigentlich ist es ja, wie gesagt, egal, ob ich The Hermit oder The Fool mitnehme. Aber andererseits, wenn ich The Fool mitnehme, komme ich direkt in den Raum, in den ich rein muss. Und das ist ja dann immerhin schon mal etwas. So. Wir haben einen Magic Mushroom to go bekommen. Das finde ich nice. Alles klar. Dann. Wir haben alles auf der Ebene. Wir gehen weiter. Muddy! Die blaue Mutti, die spawnt uns ein blaues Herz, wenn wir sie besiegen. Ist egal, was ich mitnehme. Und hier ist es nicht so ganz egal, was ich mitnehme, weil ich definitiv mich für den Incubus entscheide. The Fool. Ist egal, was ich mitnehme, weil ich hier sowieso wieder...
entschuldigt bitte. Oh, dich kann ich mal in die Luft sprengen. So, wünschenswert wäre trotzdem, dass ich irgendwie noch mein rotes Herz loswerde. Vielleicht durch eine random-ass rote Kiste, die mich in den Devil deportet. Hat auch einen Grund, warum ich gerne mein rotes Herz loswerden möchte. Weil ich mich dann einfach gleich nochmal heilen kann. Im Home. Voraussetzung ist, dass wir da natürlich reinkommen, ne? Klar. So. Nicht vergessen, dass ich fliegen kann. Oh, was haben wir hier? Speeddown. Ist okay. Oh, honestly, machen wir das machen wir nicht. Auch wenn Zäumilk irgendwie cool wäre, aber ich werde jetzt hier einfach voiden. Oh Gott, das war die Psyfly, die ich gevoidet habe. Ich habe einfach eine Psyfly gevoidet. Ich hätte einfach auf das Blind-Item gehen sollen gerade. Kannst du natürlich nicht wissen. Oh. Einfach ein random Crawl Space. Mit etwas, was ich voiden möchte. So. Okay. Hey, Madman. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch mal eine Aufladung von meinem Void. Was haben wir hier? Hey, Death Options. Lohnt sich ja nicht mehr. Das nehme ich mit. Die Pockets lohnt sich nicht mehr. Das nehme ich mit. Batterie lohnt sich auch nicht mehr. Diplopia wäre natürlich eine Idee für irgendwas, ne? The Stars. Aber ich glaube, Diplopia brauchen wir nicht unbedingt. Ach genau, ich wollte noch voiden hier. Nicht vergessen. Okay. Haben wir hier noch einen Raum? Cool. Sehr nice. Also ich... Autsch. Ich gehe jetzt tatsächlich nicht davon aus, dass wir in diesem Run noch irgendwie verlieren könnten. Ah, es war ein Luck. Okay. Mit einem Luck-Up kann ich leben. Pass mal auf. Ich kann ja jetzt hier das Trinket schon mal ablegen. Das Stars einsetzen. Das Trinket holen und dann gleich einmal austauschen. Und dann kann ich tatsächlich trotzdem die Liberty Cap behalten. Und bin zu 100% sicher, dass wir hier irgendwo ein Trinket rumliegen haben. Das wir jetzt einsammeln, weil das jetzt ein Cracked Key ist. So. Weiter geht's. So, jetzt müssen wir nach oben und das... Sorry, Leute. Ich nehme momentan Medikamente, die mich sehr häufig zum Aufstoßen bringen. Und das ist unangenehm bei einer Aufnahme. Ich hoffe nur... Immer und immer wieder, dass ich dran denke, wenn ich zu sehr husten muss, dass ich es rausschneide. Also was ich übrigens vergessen habe, ist, ich wollte dann den ein oder anderen Secret Room eigentlich mal Secret Room sein lassen. Tatsächlich möchte ich das weiße Herz, was hier irgendwo rumliegt, nicht mitnehmen. So.
Weil die Idee wäre natürlich gewesen, dass wir in ein, in Planetarium reingehen. Nee, das weiße Herz nehme ich nicht mit, weil wenn ich jetzt in die, ins Home komme, habe ich da wie gesagt zwei Betten, mit denen ich mich jeweils einmal heilen kann, beziehungsweise Herzen generieren kann. Und das bringt mir mehr als so ein HP ab gerade, wenn wir mal ehrlich sind. Und deswegen gehen wir auch gerade straight nach oben, damit wir so wenig wie möglich... Ah, guck mal, da ist der... Okay, da hätten wir noch einen Cracked Key gehabt. Alter, ich werde sterben. Ich werde einfach sterben. Oh, danke. Ich werde einfach sterben, weil ich mal wieder nicht aufpasse, wo ich hinlaufe, ne? Okay. Weiter. Jetzt nicht mehr treffen lassen am besten. Oh, Curse of the Labyrinth. Das heißt, das ist jetzt sowieso schon die letzte Ebene. Okay. Ich finde es gut, dass wir dank Guppy tatsächlich echt viel Damage machen. Und das werden wir jetzt tun. Für das eventuell ein oder andere blaue Herz. The Moon? Oder halt auch nicht. Entschuldigt bitte. Oh mein Gott, da ist mir jetzt gerade ein kleines bisschen schwindelig geworden vom Husten. Wichtig ist jetzt aber... Oh, danke. Oh, wir haben es geschafft. Oh, wir haben es geschafft. Und jetzt legen wir uns hier einmal ins Bett. Aber erstmal machen wir den hier. Dann legen wir uns in unser Bett. Und dann haben wir wieder ein paar Herzen. So, dann kriegen wir wieder drei Stück dazu. Lodestone. Mache ich. So, dann einmal hier den Cracked Key. Und schon haben wir Tainted Apollyon freigeschaltet. Und den nimmt uns keiner mehr weg. Und das ist cool. So, oh, hier haben wir noch Mom's Ring. Spawns a random rune. Dagas ist nice. Das gibt mir nämlich nochmal ein blaues Herz dazu. Ich war gerade am Überlegen, ob ich es vielleicht einfach voiden soll, aber ich habe es dann gelassen. Der Vorteil an unserem Void ist jetzt allerdings auch gerade, dass ich Krampus Head in dem Void drin habe. Oh, Lodestone. Lodestone geht schon mal sehr gut ham. Okay. Jetzt sind wir erstmal safe. So, und jetzt kriegen wir, glaube ich, auch nochmal ein paar Herzen dazu, weil wir relativ low-life sind. Aber was wir auf jeden Fall jetzt kriegen, ist ein Mantel. Aber ja, wir kriegen nochmal zwei Herzen dazu. So, wichtig ist jetzt tatsächlich, dass wir so viel mit Guppy arbeiten wie möglich. Und tatsächlich, wenn möglich, sehr häufig unser Void einsetzen für Krampus Head tatsächlich. Auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte Fan von Krampus Head bin. Oh, shit. Tschüss. Ich glaube, der musste los. Kann das sein?
Ob er in irgendeiner Weise verbuggt ist gerade? Ja, da ist er. So. Ja, echt, ich glaube, er war gerade ein kleines bisschen verbuggt. So, jetzt kommt der gefährliche Boy. Okay. Jetzt ist easy gerade. Und bei Death werde ich jetzt gleich mein Krampus Head einsetzen. Einfach damit wir ein bisschen mehr Damage machen. Direkt zu Beginn weg. Okay. Ah, es ist ein. Wir machen gerade. Also wir machen einen sehr, sehr geilen Damage gerade. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. So. Okay. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass auf den meisten Thumbnails, in denen ich. In den Folgen, mit denen ich Apollyon spiele, Apollyon sehr angry ist. Und das nur, weil Apollyon der Charakter ist, mit dem ich am wenigsten gerne oder einer der Charakter, mit denen ich am wenigsten gerne spiele, ist. Vorsicht. Und wir sollten ihn jetzt in Phase 2 kriegen direkt. Sehr cool. Phase 2 Beast heißt eigentlich immer, dass wir ihn haben. So, jetzt müssen wir wieder Flappy Bird spielen. Nice. Damit haben wir auch das mit Apollyon geschafft. Leute, Wormfriend has appeared in the basement. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Uns fehlen noch genau 2 Tainted Character. Was auch bedeutet, wir haben nur noch 2 Charakter, mit denen wir Beast noch nicht besiegt haben. Das sind Eve und Isaac. Und das werden wir demnächst mal alles in Angriff nehmen. Aber erstmal in der nächsten Folge gucken wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis Freitag.